Was sind diese Wolf A ah, irgendwas? Was ist er für einer? Rivalenprofil? Das ist ein großer. Besiegte Spieler 0. Standard Scherengarten-Region. Region. Vielleicht können wir auch da einfach mal hin. Mal schauen, was der so macht. Schnellreise. Oh, ich bin hier. Ach oh Gott. Gehe ich mal zu diesem Rivalenprofil und gucke einfach mal, was sich da so anstellen lässt. Ich denke mal, ich muss vielleicht mit der gepisst an den Run gehen. Diesmal werde ich wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, irgendwie mich zu verstecken. Und ich werde wieder von irgendwo gesehen, wo ich wieder keine Ahnung habe von wo. Jetzt muss ich wieder rumsneaken. Ah. Kann ich vielleicht den Five-Head-Move machen? Die sehen ja hier nirgends. Okay. Müsste gleich da sein. Ich nehme an, der wird da hinten irgendwo sein. Okay, vielleicht nicht in der Ansicht. Ist er da? Ne, es ist auf jeden Fall so ein Suchtyp. Ja gut. Dann mal ab dafür. Wir machen jetzt den großen weg. Im 1v1. Okay, hier ist noch ein Traktor mit ganz vielen Containern drauf. Erneut ein Ziel von Rohr. Oh, pinke Schuhe. Meine Güte. Sprungturbo. Ich habe keine Ahnung, aber wir sind so drin. Pff, what the fuck. Noch ein bisschen Stuff einfach. Hohe Turnschuhe gelb. Jetzt wird's aber langsam wild. Oh nein, was können die? Die können gar nichts. Die können gar nichts. Dann nehmen wir lieber die Turbo-Schuhe. Oh mein Gott, die Barrels haben Physics? Mein Gott. Na egal. Oh. Ich sollte vielleicht nicht so viel leer machen, wenn ich weiß, dass er drüben großer ist. Der mich über eine sehr viel höhere Distanz hören kann. Huh? Ey, ich hab mir das... Okay, wait. Von zwei war nicht die Rede. Und ein Panzer? Und der steht irgendwo oben drauf. Ich habe mir das viel weniger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß legit nicht, ob das jetzt schon die richtige Entscheidung ist. Da hinzugehen? Das ist er, der Wolf. Die Verheerung von Meska. Okay, den Kleinen habe ich ausgeschalten. Mhm. Also wenn ich das alles aus der Ferne machen kann. Nehmen wir jetzt einfach mal hier die andere Munition. Bro, warum rennt er wie so ein Psychopath jetzt auf mich zu auf einmal? Hängt er? Denkt fest, oder? Aua, das tut weh. Okay, aber ich hab's mit ihm aufgenommen. Muss ich es auch beenden. Es sind viel zu viele. Es wird hier nichts beendet. Gar nichts. Ah! Okay. Wait, die haben eine Shotgun? Oh mein Gott. Das war eine ganz dumme Idee, glaube ich. Stopp. Okay. Okay, da ist wieder der Große auf der Seite. Okay. Okay, die Sensibilität ist ganz komisch. Aha, okay, Großer. Du auf einmal her. Los, go. Oh, okay, wir ziehen uns ein gutes Mac rein. Zwei Stück am besten. Oh, und jetzt rennen wir.
Du musst noch Max Dinger reinziehen. Oh, hier ist ein kleiner Mieser. Oh, die machen guten Damage. Ich sehe ihn nicht, weil das Ding aber viel zu groß ist. Okay, ich habe den großen. Okay, okay, okay. Ich sehe nicht, von wo ich noch abgeschossen werde. Okay, jetzt sehe ich's. Der hat Aimbot. Okay, das war's auch mit der einen Munition hier. Okay, ich habe scheinbar sehr viele weg. Aber die waren auch sehr, sehr, sehr... Die haben mich sehr viel gekostet. Sherengarten-Traktion aufgestiegen zu Level 2, Wolf A. Was heißt das? Muss ich das verstehen? Ein Problem ist auf jeden Fall, dass... Waffen mit einem Zielfernrohr eine sehr low Sensibility haben. Und Waffen mit ohne einfach eine sehr, sehr große. Und das, wenn man da zwischendurch switcht, dann ist das sehr schwierig, sage ich jetzt mal, einzuschätzen. Okay, wir haben den einen großen weg. Die Frage ist, kriege ich den anderen jetzt auch noch weg? Weil der scheint ja alleine zu sein. Und er scheint nicht bewacht zu sein, weil die alle gerade mich attackiert haben und ich das aus irgendeinem Grund überlebt habe. Keiner weiß wie. Deswegen... Ich hoffe so zu zittern, Wrestliger. Deswegen wird jetzt einfach abgeschossen, oder? Aber ich habe halt keine Sniper-Munition mehr, das nervt mich ein bisschen. Warum leuchtet der Panzer rot? Der schießt mich nicht gleich ab, oder? Ah, er brennt einfach. Also, ich kann den Panzer explodieren lassen. Oh, das war ein schöner. Okay. Er bewegt sich immer noch nicht, der Wolf. Der Wolf A. 45-01. Wie hat der es nicht getroffen? Und wieso frisst der so viel Munition? Ich werde jetzt gleich... Okay, ich werde doch nicht mit der Pistole hingehen. Weil wir gehen schön weiter auf Range. Und der müsste bestimmt gleich sterben. Bestimmt. Noch ein paar Header. Bin mir sicher. Ganz sicher. Ich habe nur noch 8 Schuss. Juhu. Scherengartenregion Wolf A von Spieler zerstört. Der Spieler war ich. Restlichtverstärker. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Okay, liegen noch ein paar rum. Kann es sein, dass sie sich selbst gekillt haben, manche hier? Hier liegen auch Leichen. Und die haben schön viel Munition. Und der Panzer brennt und ich will legit... Ich will nicht, dass er in die Luft fliegt, eher sonst war es das. Dass er hier drauf lag... Ist, glaube ich, Lucky gewesen. Sonst hätte er mich wahrscheinlich miese Prise weggemacht. So, wo ist der geile Stoff? Wo ist der heiße Loot? Toll. Brauch Sniper-Munition. Dietrich, erste Hilfe-Set. Ich brauche mehr Sniper-Munition. Mehr brauche ich doch gar nicht. Ups. Aha, eine große MP-Zelle. Ein kaputtes Radio. I guess. Ich glaube, das ist einfach kaputt gegangen durch den hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier Fallen aufstellen kann, so mit so Bomben. Wie ich es vorhin gemacht habe und die Roboter gesprengt habe. Oh, eine Waffe. Level 2 Automatgefähr. Ah, okay, wait, wait. Sichtmodule, da kann der Restlichtverstärker. Kann ich das auch auf die Sniper machen? Aufs Jagdgewehr. Oh, okay. Okay. Oh! Okay, okay. Tagsüber ist das zwar absolut scheiße, aber ich habe jetzt ein Nachtsichtgerät auf meiner Sniper. Ja, okay, krass. Dann muss ich jetzt noch herausfinden, was dieser was es mit diesem Satellit auf sich hat. Es sind auch nur ein paar. Okay, aua, das tut weh. Ach, Bro. Das
geht das wieder los. Ja, komm, ich geh jetzt voll Riot rein. Okay, die haben Auto-Aim. Aim ist super. Komm, den krieg ich auch noch. 1v1, 1v1. Oh, die Sandy. Nice. Okay, was kann ich jetzt machen? Mit dem Satellit. Kann ich die sprengen? Oder was muss ich mit der machen? Tatsächlich. Okay, okay. Oh. Oh. Funkgerät. Interessant. Was kann ich? Da kann ich auch bestimmt irgendwann mal irgendwas mitmachen. Hätten wir das auch geklärt. Und jetzt geht's nochmal zum Bunker, I guess. Was zur Hölle? Ich hab mich gerade so erschrocken. Ich hab gerade. Holy shit, was war das? Hä? Ich wollte gerade entspannt wieder zurück zum Bunker gehen. Was zur Hölle? Ach, dieser Knecht, ich werde ihn noch bekommen. Ja, wahrscheinlich jetzt, weil ich in den Rhein rennen werde. Oh mein Gott! Wo kommen die denn jetzt her? Die standen da doch nicht die ganze Zeit, oder? Den Rudel voraus, Stufe 1 abgeschlossen. Keine Ahnung, was mir das jetzt sagt. Alter. Was ist denn immer mit den Viechern hier? So. Hallihallo. Kein Strom. Okay. Kein Strom. Das war, glaube ich, auch das letzte Mal das Problem, oder? Okay, sind auf jeden Fall wieder Roboter, weil ich glaube, das hier nicht als cleared gezählt hat hier. Logischerweise. Ja, okay, Bro. What the fuck? Von wegen dieser Shotgun, die ist einfach Trash. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Tür beim letzten Mal nicht aufging. Bin mir sehr sicher. Und hier wird es scheinbar sehr dunkel. Deswegen, deswegen tun wir das jetzt auch mal auf die Waffe drauf. Nachdem es ja hier so dunkel wird. Alter. Krass. Oh mein Gott. Okay, okay, das hat sehr viel Schaden gemacht. Okay. Er wollte natürlich nicht sterben. Deswegen. Macht die überhaupt Schaden, die Shotgun? Ansatzweise irgendwie. Gute Nacht, Monsieur. Monsieur Robot. Geht's hier zum Strom, ist die Frage. Muss ich immerhin... Kein Strom. Okay. Scheinbar gibt's hier dann zwei Wege. Ach komm schon.
kann hier schön wieder, kann hier ein bisschen mehr rumlaufen als letztes Mal. Ich nehme an, hier ist auch kein Strom. Jupp. Ich denke, mir wird auch wieder irgendwo ein Stromzeichen an der Wand sein. Oder ich werde einfach da durch. Ja, da ist auch das Zeichen. Perfekt. Okay. Ab dafür. Hopp. Weg mit dir. Der hinter der Wand hat mich mal wieder gesehen. Hallo? Tada! Soll das hier so aussehen? Oh mein Gott, eine College-Jacke in blau-gelb. Okay, wir tun einfach mal so, als wäre es in diesem Raum hier auch hell. Ja, und gehen hier mal raus. Das heißt, wir haben mit Strom. Ah. Nice. Das heißt, wir haben jetzt ein paar mehr Wege, die wir gehen können. Unter anderem die beiden hier. Zum einen. Kein Strom. Kein Strom? Haben wir den nicht eben angemacht? Kein Strom. Oder gibt es mehrere? Ah, okay, scheinbar muss ich hier doch noch mehrere Sachen betätigen. Vielleicht hätte ich da ein bisschen besser gucken müssen. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ah, okay. Ich kann anscheinend hier lang. Was ist jetzt der Plan? Wenn ich fragen darf. Ich muss scheinbar doch woanders lang. Also ich dachte, ich hätte den Strom angemacht, wenn ich ehrlich bin. Welche Tür ist hier? Okay, die ist scheinbar jetzt auch offen. Scheinbar habe ich doch Strom. Ich bin verwirrt. Ah, okay. Anhören. This is Sergeant Johan Anderson at the Minken Command Center. I have seen the orders to evacuate the Saltholmen Naval Base and to Fiskebeck over here. This is not in any known protocol. Have you received verbal orders from command? Over. Evacuation protocols are to evacuate to the mainland directly, and we have lost contact with command at this point. We had... There was a contact. I was informed that something was about to happen several days ago, and now this attack and these evacuation orders. I need to know what the hell is going on. Respond, over. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht, aber was ich weiß ist, ich habe eine neue Jacke bekommen. Geräuschreduktion, wichtig, brauche ich, weil ich bin ein sehr lauter Mensch. Ich nehme an, da drin... Oh nö, komm schon. Okay, wir machen den Sneaky, wir machen den Sneaky, wir machen den Sneaky, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Hi. Okay. Lesen. Dr. Sgölz Bericht über den Unfall. Oh, oh nee, oh nee. Die Umschlag hat einen Unfall im Bericht, der an den Kommandanten des Angriffsprozesses erfolgt ist. Während der Routinewartung im Lager war anscheinend, dass ein Ventil an einem Tanks defekt und gebrochen. Der Inhalt ist in den Raum gelegt und alle drei Männer, die im Raum waren, sind augenblicklich verwirrt. 24 Stunden später haben sie noch immer nicht das Bewusstsein wieder erlangt. Meine vorläufigen Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Gas giftig ist. Und natürlich, dass es scheint, 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 Oh Mann. Okay. Okay, vielleicht möchte ich da noch nicht rein. Das hört sich sehr nach Gas an. Vielleicht brauche ich die Gasmaske. Wer weiß. Vielleicht werde ich sie tatsächlich gebrauchen. Ah, tatsächlich. Okay, krass. Braucht man die tatsächlich? Let's go. Okay, deswegen sehe ich so. Hey, hey, hey! Wo macht das... Hallo, ich hab doch eine Gasmaske an! Vielleicht habe ich nur ein bisschen Gaswiderstand. Und ich muss maybe... Ach ne, Bro. Muss ich vielleicht beeilen.
Den Brief, den werden wir gleich lesen. Was? Eine Panzerfaust? What? What? Oha! Ich dachte, eine Gasmaske würde reichen, aber scheinbar nur bis zu einem gewissen Grad. Okay, raus hier. Weg da, stopp! Hallo, hallo, Tür zu! Ja, okay. Okay. Oh mein Gott. Habe ich Munition für die? Oh. Oh, okay. Das ist krass. Das ist krass. Vielleicht kann ich mit der Panzerfaust einen Dicken in die Luft fliegen lassen. Also habe ich quasi dieses Quest abgeschlossen. Okay. Okay. Oh, ich bin mittlerweile Level 6, oder? Hab ich das gerade richtig gesehen? Perfekt. Plus Ausdauer nehmen wir uns. Wichtig. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch wieder mal das ein kleines Rundchen Generation Zero schön amüsiert hat. Wir haben auf jeden Fall das Rätsel vom letzten Mal gelöst. Haben ganz, ganz miese Fights gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein oder zwei Videos rausmachen werde. Ihr werdet schon sehen. Wenn ihr gerne Lust noch auf mehr Generation Zero habt, dann like gerne das Video. Oder schreibt es in die Kommentare, was auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Meep, meep.